Die letzten Handelsstunden des alten Jahres, der Markt ist mehr oder weniger gelaufen, allerdings sehr, sehr stark nach unten, also heftige Bewegung in Deutschland. Allerdings der Dow Jones wieder ein bisschen erholt, da sieht es gar nicht so schlecht aus. Der letzte Tag gestern, der war gar nicht so übel. Wir werden also sehen, was der Markt noch bringt. Für heute kann man eigentlich gar nicht wirklich viel sagen. Ob man noch irgendwas tun sollte in diesem Jahr, das ist wohl wirklich fraglich. Ich bin deshalb hier in einem ganz besonderen Ort, nämlich Capsule Station. Das sind typische Läden in Japan. Sie sehen das hier. Sie kriegen hier sozusagen eine Kugel aus dem Automaten und davon gibt es wahnsinnig viele. Ich zeige Ihnen das hier mal und kriegen dann das Glück, was Ihnen hold ist, nämlich irgendwelche Gegenstände, die Ihnen als Lucky Charm unter Umständen helfen oder Ihnen einfach Freude bereiten. Sie sehen eine etwas andere Welt und vielleicht eine gute Analogie zum nächsten Jahr, zu 2019. Wir wissen noch nicht ganz genau, was wir bekommen. Es kann was Gutes sein, es kann, naja, etwas sein, was sich eher als Schaufänger herausstellt. Und wenn man ganz schlecht hat, wenn man es ganz schlecht hat, dann hat man vielleicht sogar noch ein bisschen Pech an der Backe. Wir wollen also mal gucken, was das nächste Jahr bringt. In diesem Sinne beenden wir das aktuelle Jahr heute schon, denn Silvester und Januar, der erste, da ist natürlich noch nicht wirklich was los. Wir melden uns im nächsten Jahr. Bis dahin wünscht mein Händlerteam und ich Ihnen erstmal einen guten Einstieg ins neue Jahr, einen guten Rutsch, natürlich vom ganzen Team von finanzmarktwelt.de. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Machen Sie es gut. Bis dahin.